Wir beginnen jetzt mit dem Ritual. Bitte suche dir einen Platz, wo du ungestört sein kannst. Dieser Platz soll bequem sein, wo du dich hinsetzen oder hinlegen kannst. Sorge dafür, dass du in der nächsten Zeit nicht gestört wirst. Schließe deine Augen und atme ein paar Mal tief durch. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Spüre mit jedem Atemzug, wie sich dein Körper mehr und mehr entspannt. Stell dir nun vor, dass du in einem wunderschönen Garten bist. Du siehst einen Weg vor dir und beginnst zu laufen. Während du gehst, bemerkst du, dass der Weg immer schmaler wird. Und plötzlich endet dieser Weg und du siehst einen großen Baum vor dir. Du weißt, dass dies der Baum des Lebens ist. Dann wandert dein Blick hinauf zum Vollmond. Und du spürst, wie seine Energien in deinen Körper fließen und dich mit Kraft erfüllen. Wenn du den Mond anschaust, erkennst du ein helles Licht, welches von ihm ausgeht. Dieses Licht, dieser Lichtstrahl, umgibt dich nun und schützt dich. Er wird dir helfen, deine Traumata und Ängste zu lösen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf den Baum des Lebens. Der Baum ist groß und stark. Seine Wurzeln sind tief in der Erde verankert. Er symbolisiert deine Verbindung zu Mutter Erde. Wenn du den Baum anschaust, siehst du, dass seine Blätter mit Licht gefüllt sind. Diese Lichter stehen für deine Ängste und Traumata. Stell dir nun vor, dass du all deine Ängste und Traumata aus deinem Körper herausnimmst und sie in den Baum legst, denn der Baum wird sich jetzt um sie kümmern. Du fühlst dich schon jetzt leichter und freier. Berühre den Baum und berühre seinen Stamm. Spüre, wie seine Energie in deinen Körper einfließt. Es ist die Energie der Liebe und der Heilung.
Beginne nun, um den Baum herumzugehen. Während du gehst, spürst du, wie sich deine Ängste und Traumata von deinem Körper und Geist lösen. Du spürst es mit jedem Schritt, den du gehst. Sie fallen ab wie Blätter vom Baum. Geh einfach weiter, bis du dich leichter und freier fühlst. Nach einer Weile fühlst du dich ganz leicht und frei und weißt, dass alle Traumata und Ängste, welche dich im Moment sehr belastet hatten, gelöst wurden, so wie es richtig und gut für dich ist. Freude und Leichtigkeit stellen sich ein. Du fühlst dich auf einmal glücklich und frei. Und du fühlst, dass es jetzt an der Zeit ist, dass du dein Leben in vollen Zügen genießen kannst. Denn du hast nun Platz für neue, schöne Dinge, für Freude und Leichtigkeit in deinem Leben geschaffen. Du bist jetzt bereit, dem Leben mit einer neuen Perspektive zu begegnen. Atme ein paar Mal tief durch und wenn du bereit bist, öffne deine Augen. Trinke etwas Wasser und strecke deinen Körper. Du hast soeben das Ritual abgeschlossen. Nimm dir heute etwas Zeit für dich selbst, um dich zu entspannen und darüber nachzudenken, was du erreicht hast. Und dann bewege Hände und Füße und sei wieder ganz in deiner Dimension. Komme vollkommen im Hier und Jetzt an und fühle noch einmal diese Leichtigkeit und diese Freude. Du hast es geschafft. Ihr Lieben, es war ziemlich intensiv. Ich würde euch empfehlen, jetzt so ein bisschen euch Zeit zu nehmen für euch selbst und nochmal zu reflektieren, was gerade geschah. Und ich empfehle euch auch, dieses Ritual wirklich ab und zu wiederholen, um einfach
sobald etwas Negatives kommt und euch schwach machen möchte, das gleich aufzulösen. Und das geht so gut mit diesem Baum des Lebens. Das geht so wunderschön mit dieser starken Energie, diese Vollmondenergie, die ja heute hier eingeflossen ist und die immer in diesem Channeling, in dieser Meditation sein wird. Diese Energie wird niemals weg sein und so wird es jedes Mal, wenn du das wiederholst, für dich eine neue große Heilung geben. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Freude mit der extremen Vollmondenergie. Lasst euch nicht so sehr aus der Mitte bringen, sondern orientiert euch an eurer Herzensliebe und habt Verständnis für die anderen Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie euch. Ja, und wenn ihr immer die neuesten Botschaften oder die schönen Rituale von mir erhalten möchtet, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich danke jetzt schon dafür. Wir sehen uns, wenn du möchtest, beim nächsten Video. Muah.